Der Kettenpanzer war im Mittelalter das Novum der Bekleidungskunst. Beim örtlichen Plattner konnte man sich ein maßgeschneidertes Kettenhemd plättern lassen. Es gab die Ausführung gegittert, beringt, bekettet, beschildert, geschuppt. Oder für die feine Art von Mann, Kettenpanzerhemd à la Brünne. Den Höhepunkt erreichte die Plattnerkunst um das Jahr 1500 nach Christus. Plattner waren Metallkünstler, die geschickt mit dem schwer zu bearbeitenden Material umgingen. Vor allem Kaiser Maximilian I. galt als bedeutender Förderer des Plattnereiwesens. In seiner Residenzstadt Innsbruck erbaute er nicht nur ein zentrales Zeughaus, sondern holte auch viele bedeutsame Plattnermeister aus ganz Deutschland an seinen Hof. 1504 schuf der Monarch hier nach burgundischem Vorbild eine eigene Hofplattnerei, dessen Leiter Konrad Zeusenhofer wurde. Durch diese gezielte Förderkultur entwickelte sich Innsbruck schließlich neben Nürnberg, Augsburg und Mailand zu einem Zentrum des Plattnereiwesens in der Frührenaissance. Berühmte Plattner wurden von den Familien Helmschmidt und Zeusenhofer hervorgebracht. In Jetten damit anderen, Gebräuchen gut erklärt. Noch Sitte war das Wandern, da traß aus seiner Fahrt. Ein Schmiedgesell im dichten Tann. Leibhaft den Gott sei bei uns an. Nenn ich gut getroffen, rief jener weißer Schmied, so kann mein Fuß doch hoffen, dass ihm sein Recht geschieht. Ich bin, sprach der Geselle, der seine Furcht verhehlt, euch dienstbereit zur Stelle, nur dass der Emboss fehlt. So nimm hier diesen Findlingstein, der wird ein guter Limbus sein. Ich bin, sprach der Geselle, der seine Furcht verhehlt, euch dienstbereit zur Stelle, nur dass der Emboss fehlt. So nimm dir diesen Findlingstein. Der wird ein guter Nimbus sein. Wie aber schaffe ich Feuer? Herrlich Fund, das ich zum Werke brauch. Was ist bei mir nicht teuer? Ich schlag's aus jedem Strauch. Schon flammte ringsum Höllenglut. Nun schmiede Schmied, doch schmiede gut.